Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Vorige Folge haben wir nach einer Feder gesucht, sind sehr nass geworden. Denn wir sind durch den Homrichsee getaucht. Eine komplette Runde. Ich habe die Feder nicht gefunden. Ich habe immer so Treibgutsachen und alles, was sich bewegt hat, abgesucht. Das waren vor allem Fische. Die Fische muss ich jetzt auch noch wegbringen. Ja, moin Hilda, moin Skritsch. Wie geht's euch denn so? Aber keine Feder. Ich weiß nicht, wo die Feder ist. Das lässt uns aber nicht entmutigen. Wir suchen weiter. Ich hatte mir überlegt, für diese Folge, wir werden jetzt noch, sobald ich dann anfangen kann zu tauchen, werden wir noch etwa... Warte. 7 Minuten. 7 Minuten vor Riften herum tauchend suchen. So circa bis Minute 10 wird das sein, der Folge. Sollten wir dann immer noch nicht fündig sein, dann wird das World Wide Web, auch bekannt als das Internet, zu Rate gezogen. Da wird bestimmt einer wissen, wo die Mistfeder liegt. So. Was ich jetzt noch nicht offscreen gemacht hatte, weil ich direkt im Anschluss zum Aufhören der letzten Folge und dieser Folge ein Aufnahme stoppen, Aufnahme starten gemacht habe. Deswegen auch dieser nahezu flüssige Übergang von dem, was vorige Folge passiert ist und dieser Folge passiert ist. Und wenn es jemand noch von früher kennt, von Yu-Gi-Oh!, was in der letzten Folge passiert ist. Yugi war in einem Duell mit Kaiba und bla bli blub bla. Viel mehr weiß ich jetzt auch nicht mehr. Aber er glaubte an das Herz der Karten, was ihn schlussendlich zum Sieg geführt hat. It's time to duel. So. Ich habe mir noch ganz viele Tränke, die ich gar nicht benutze. Können wir mal wegpacken. Zaubertränke. Das sind Fun-Potion, die behalte ich. Aber so ein Kram hier. Warte, das kriegt ihr nasser. Das kriegt euch nasser. Euer nasser, ihr nasser. Wunderbar. Moin. Beide sind vom Gleich, wenn ihr es wünscht. Nach wie vor finde ich diese Rüstung, die ihr nasser da trägt, einfach nur Zucker. Das ist einfach nur Zucker. So, die Phantom-Potions packen wir hier rein. Warum? Will so ungern verkaufen. Damit kann man so schönen Unfug machen. Oder auch Thumbnails erstellen. Und auch damit machen. Ja. Verkaufen. Essen. Schriftrollen. Ja, komm, wir gehen schlafen. Irgendwann runde schlafen. Ja, Hilda. Wir haben 7 Uhr abends. Ich will nicht bei Nacht draußen so durch den See tauchen. Also schlafen wir bis 6 Uhr morgens. Wo bin ich jetzt gerade? Ich glaube bei Dienstag. Ja. Bin bei Dienstag. Das ist die Folge für Dienstag. Warum muss ich das so häufig sagen? Damit ich es nicht vergesse. Doch, perfekt. Dann mal wieder los, ne? Ab ins kalte Nass. Also... altbekannte Unterwassersicht. Oh. Haben wir hier vielleicht was? Hier sind ja Felsen. Nee. Ich wollte jetzt auch sehr nah an Riften herum. Einfach eine Runde schwimmen. Beziehungsweise schwimmen ist es ja nicht, das Tauchen. Denn... oh, eine Libelle. Denn... wir haben ja schon... durch den See eigentlich fast komplett durchgetaucht. Ja, ja, das wissen wir alle. Das Lexikon hättest du da liegen lassen können. Du hättest nicht mitnehmen müssen. Bla, bla, bla. Wir wissen Bescheid. Die Aufgabe wird auch noch erledigt. Hupala. Gehen wir mal eben kurz heilen. Du hast schon ganz schön viel Magika und sowas. Ne? So einmal voll heilen. So, da ist die Kiste. Ich werde jetzt einfach mal hier in diesen tiefsten Bereich runtertauchen, in der Hoffnung, dass ich da noch was finden werde.
Einmal auftauchen. Und wieder abtauchen. Da, da! Oh! Gut, dass man beim Schlösserknacken kein Dingens verliert. Da ist es. Mist. Wir haben sie gefunden. Selber gefunden. Und ich bin völlig umsonst durch den ganzen See getaucht. Nein, das ist nicht richtig. Wir haben im See eine ganze Menge Schlachterfischeier gesammelt. Wir haben eine ganze Menge Fische zum Kochen und zum Alchemie, zum Tränkeherstellen gesammelt. Da war doch irgendwer gerade am Reden. No, dann wohl nicht. So, wunderbar. Dann können wir Maven die Schreibfeder bringen und endlich in Mercers Haus einbrechen. Hehe, perfekt. Aber direkt mal speichern hier. So, wo müssen wir denn hier hin? Da. Stelle von Riften. Wie viel Uhr haben wir? Upala. Da habe ich einen Gildenkollegen aber eine falsche Uhrzeit genannt. Macht nichts. Verspäte mich halt um ein paar Minuten. So. Bestimmte Rüstung wie Pelz und... Dann wohl nicht. So. Die Feder bringen wir nicht zu Vlad. Der wird die nur wieder verbummeln. Wir bringen sie direkt zu Maven. Die müsste ja hier im Bienenstich sitzen, oder? Das sieht ein bisschen leer aus. Ich glaube, wir haben schlechte Karten. Bitte? Also da ist ja die Diebesgilden-Nase direkt hoch geschnellt. Denn hier riecht's nach Loot. Hier riecht's nach Items. Ja, dafür lohnt sich das nicht. Aber es hat sich gelohnt, die Schlösser zu knacken. Schlösser knacken ist nämlich ein Level gestiegen. Wo ist denn jetzt Maven? Wollt ihr nicht an meinem Rüstungsstand auf dem Markt vorbeikommen? Oder wollt ihr unbedingt trainieren? Ihr braucht etwas? Ich werde euch zeigen, wie ihr euch wirksam schützen könnt und dabei dennoch schnell auf den Beinen bleibt. Ab in... Weißt du was? Wir gehen einfach hier oben schlafen. Wir haben ja zwei Häuser an Riften, weil wir richtig viel Geld in der Tasche haben. Ja, ja. Wir haben schon hier mit über 75.000 eine Menge Kohle. Also wir könnten 75.000 Tage am Stück Bettlern Geld geben und hätten immer noch Geld. Na, schlafen wir mal 4 Stunden. Dann dürfte Maven aber so langsam mal im Bienenstich sich einfinden. Ich meine, Frühshoppen kann man doch auch schon mal um 10 Uhr, oder? So, was wollte ich als erstes lernen? Alchemie. Arcana Schmied, ja, wird benötigt. Ich weiß, aber wir brauchen... Wo ist es denn? Wir brauchen... das hier. Viel, viel dringender. Brauchen wir wirklich viel, viel, viel dringender. Damit wir bald endlich alle Alchemie... Alle Tränke herstellen können, die es gibt. Alle! Ausnahmslos alle Tränke. So, Maven. Nicht hier? Aber morgen. Hä? Ach, warte mal. 11 morgens ist sie, glaube ich, beim Jahr frühstücken. Und um 12 geht sie erst drüber. Wenn ich mich nicht vertue. Gucken wir mal. Ich habe Mjoll noch niemals so durcheinander erlebt. Ja. Diese Stadt geht hier wirklich an die Nieren. Ja, ganz schön schlecht. Ich könnte ja nochmal leichte Rüstung lernen, fällt mir gerade ein. Auf geht's. Wie kann eine bescheidene Dienerin von Talos euch behilflich sein? Gar nicht. Etwas kaufen?
Ich werde euch zeigen, wie ihr euch wirksam schützen könnt und dabei dennoch schnell auf den Beinen bleibt. Das ist gut. Wie hoch geht's? Viertel Level ab. Snatch. So, ich meine, Maven müsste hier drin sein. Gucken wir mal. Ja, doch nicht. Dann gucken wir mal kurz, ob wir Hunger haben. Du bist nicht hungrig. Aber wir sind auch nicht satt. Jetzt sind wir satt. Ist sie noch zu Hause? Kann ich euch helfen? Ich suche deine Mutter. Du kannst mir nicht helfen. Was ist denn? Hier oben? Oh. Einzige, was mir jetzt noch einfällt, ist die Brauerei. Da könntest du auch sein, ne? Und dann gehen wir mal zur Brauerei. Vielleicht ist sie dahin. Schützt euch Rüstung. Rüstung. Schützt euch richtig. Kauft Rüstung von Greka. Kauf und verkauf edler. Du kannst dich mal, Desi. Du hast mich richtig abgezockt. Ich bin der Braumeister. Was wollt ihr? Nichts von dir. Willkommen. Nichts von euch. Erlaubt mir, euch den Schwarzdornmehl zu empfehlen. Das edelste Gebräu in ganz Himmelsrand. Nichts. Was haben wir hier? Notiz von Maven. Idarion, solltet ihr es noch einmal wagen, in meinem Namen willkürliche Regeln aufzustellen, ohne mich zuvor davon in Kenntnis zu setzen, lasse ich euch von Maul persönlich zeigen, wie ihr von innen ausseht. Ich hoffe, dass wir uns verstanden haben und ich diese Angelegenheit nicht noch einmal erwähnen muss. Maven. Hat aber eine Scheiße gebaut. Oh, er hat ein schönes Zimmer. Also, vergleichsweise schönes Zimmer. Nicht so schön wie unsere Zimmer. Boah, da vorne ist Geld. Das ist aber gut versteckt. Das sieht bestimmt keiner. Braucht ihr etwas oder kann ich weiterarbeiten? Schneeschuh? Entschuldigt, aber ich kann euch jetzt nicht besonders helfen. Ich trauere. Okay. Es war schön, mit euch zu reden. In Ordnung. Wo geht's hier hin? Nach Himmelsrand und hier hin? Aha. Ah ja. So, so. Da bin ich auf die falsche Taste gekommen. Das macht die Nachtschicht weg. Ja, was? Hoppala! Schaut mich nicht so an. Wer seid ihr, dass ihr über mich urteilen wollt? Wollt ihr nicht mal aufräumen? Was ist das hier für eine Unfuhr? Wir sind hier nur das Beste. Schwarzdornmehl zum Beispiel. Hättet ihr gern welchen? Alter Schwede! Ich hoffe, das räumen die auf. Ich hoffe, das räumen die auf. Das ist ja der perfekte Button, um Leute abzufacken. Stell dir mal vor, du hättest einen Skyrim RP Multiplayer Server. Gehst bei einem ins Haus. Entschuldigung, ich musste niesen. Ich vermute, ihr belästigt mich aus gutem Grund. Ja, ich habe deine Schreibfehler gefunden. Wirklich? Die hatte ich schon lange abgeschrieben. Nun, da muss ich wohl meinen Teil der Abmachung einhalten. Gebt Wald dieses Dokument. Es entbindet ihn von seiner Schuld. Aber ich will ihn nie mehr in Rifton sehen. Habt ihr kurz gesehen, wie die Augen von ihr? Die sind so groß geworden. Wissen, ob ich euch eine unserer Getränkespezialitäten anbieten darf. Komm, wir gehen mal hier raus. Die sind so groß geworden, wie so ein Kind, was endlich ein Überraschungsei kriegt. Also jetzt, ich meine nicht die Kinder, die alles kriegen. Die Arbeit in der Fischerei von Rifton ist hart. Aber die Kinder, die fast nie Süßigkeiten kriegen, die machen solche Augen. Wenn sie mal ein Überraschungsei kriegen. Das sind riesige Augen. So, Wald.
Kommst du mal hier? Er ist unten am anderen Tor. Ja, ja, Diebesgilde, ich weiß. Den Eingang kenne ich auch. Ich habe ihn bis jetzt zwar noch nicht benutzt, aber ich kenne ihn. Ich weiß, wir müssen zu Wald. Ich habe aber jetzt gerade die Zutaten hier entdeckt. Und wollte sie nicht liegen lassen. So, einmal drumherum. Und moin moin, der Herr. Das ist Mercer Freys Haus und er mag keine Besucher. Nun verschwindet. Sekunde, ich habe noch das Dokument gar nicht gelesen. Anonymer Brief, Brief von Türer, Brief von zu Hause. Wo ist er denn? Dieses Dokument spricht Wald aus Riften, Schuldner, von allen Schulden gegenüber Maven Schwarzdorn aus Riften, Kreditgeber, frei. Es sollte bis zu dem Zeitpunkt an einem sicheren Ort aufbewahrt werden, zu dem der Kreditgeber die Schulden als getilgt erachtet. Im Falle eines Ablebens des Schuldners wird die Schuldlast nach Absprache von dem amtierenden Vogt von Riften mit dessen hinterlassenen Vermögen oder Grundbesitz beglichen. Ja? Was denn? Ich kann es gar nicht glauben. Wie habt ihr sie dazu überredet? Egal, es interessiert mich nicht. Ich bin nur froh, dass ich nicht mehr für Maven arbeiten muss. Hier, ihr habt mir einen Gefallen getan und ich schulde euch wohl was. Ja, ja. Hauen Sie rein! Ciao! So. Es wurde gesagt, wir sollen die Rampe da machen. Warte mal. Okay, das geht nicht. Machen wir doch mal. Interessant. Ich würde mal noch eher sagen. Weil wir können ja in alle Sachen durchgucken. Ist ja nicht so, als hätten wir es enorm eilig, oder? Ich meine, jetzt ganz entspannt hier. Das Gut Riftwald anschauen. Langfinger machen. So, was haben wir denn hier? Der Kollege wird fast gar nichts mehr haben, wenn er wiederkommt. Wenn er überhaupt wiederkommt. Wein, Holzschale, Becher, Mehl. Gold. Brauch nur einen guten Fang. Das sind ja Leute. Was? Eine Marodeur hier? Ne, ich glaube, da war noch jemand. Was war das? Noch ein Marodeur. Gut. Wir machen jetzt erstmal die Nasser den hier fertig. Und ich glaube, der trägt auch eine Schuppenrüstung. Dietrichter? Schuppenhornrüstung, siehst du? Wusste ich's doch. Lederstiefel, nein. Pelz, nein. Nordaxt? Ja. Kann man gleich bei Grelka verkaufen. Lass mich doch auch heran. Ich will mit draufhauen. Ihr habt eine Spitzhacke als Waffe? Echt? Ja. Okay. Dann hat sie halt eine Spitzhacke als Waffe. Okay. Wir haben alles freigeräumt und können uns jetzt in Ruhe umschauen. Kriegst nicht mal einen Met, wenn du nach Hause kommst. Alle weg dann. So, was haben wir hier noch? Nichts. Bett. Ruhe.
Schauen wir uns mal eben hier in Ruhe um. Okay, keine wirklich besonderen Sachen. Ist aber ungewöhnlich. Ist nichts Besonderes hier an dem Haus bisher. Vielleicht kommt's ja noch. Das Amulett der Könige. Das hört sich an wie ein Diablo 2 Quest-Item aus Akt 2. Wo man im begonnenen Nordschmuck... Wie ist das Echtheitszertifikat? Machen wir noch. Weißt du was? Wir nehmen dir alles weg, Mercer. Bist ein Arsch. Also Gusseisentöpfe, ja okay, die darfst du behalten. Die sind mir nicht genug wert. Wir nehmen dir nahezu alles weg. Hier waren wir schon. Hier waren wir noch nicht. Ist zwar nur eine Rumpelkammer, aber... Das heißt ja nichts. Okay, hier ist nichts weiter, was ich haben möchte. Außer noch die beiden Becher. Nett. Der Riegel sitzt fest und lässt sich nicht öffnen. Dann machst du ihn einfach auf. Du hast doch wohl genug Kraft, um so einen blöden Riegel kaputt zu schlagen. So. Nein. Lachsbraten. Alles mitnehmen. Hier wird nichts liegen gelassen. Hör damit. Rimm die gesamte Einrichtung mit. Inassa, trag schon mal den Tisch raus. Wir nehmen hier alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Erwachen der Nord. Ich glaube, das habe ich auch noch nicht, das Buch kaufen. Kaufen, ja, mitnehmen. Von Süßkuchen bis Brot über Käsescheiben. Käserollen. Hier bleibt gar nichts. Nix, sage ich. Weißt du, bist zwar fast nie hier, Mercer, aber egal. Wir befolgen nur Vex' Ratschlag. Lässt sich auch nicht öffnen. Hey, Junge. Falsche Rückwand. Ah ja. Dann machen wir noch. An den Eigentümer. An den Besitzer von Gut Driftwald. Ich bin es nicht gewohnt, unter solch verschwiegenen Umständen zu arbeiten, doch eure großzügige Entschädigung für die Unannehmlichkeiten war mehr als angemessen. Um das Projekt abzuschließen, sowohl die Balkonrampe als auch der Bodenmechanismus waren interessante Projekte. Ich hoffe, ihr werdet feststellen, dass sie euren überraschend genauen Spezifikationen entsprechen. Solltet ihr meine Talente noch einmal benötigen, stehe ich euch gerne wieder zu Diensten. Iltinus Dandoriel. Dandoril. Den nehmen wir mit. Den Namen, den können wir gebrauchen. Ja, du, nicht mal ein Eisendolch darfst du behalten, Kollege Schmalspur. Krug gibt's an jeder Straßenecke. Na, Gosse brauchen wir nicht mitnehmen. So. Ja, Speisekammer wird auch leer geräumt. Wie gesagt, die ganz sinnfreien Sachen wie gusseiserne Töpfe, Holzschalen und so ein Kram, die nehmen wir natürlich nicht mit. Warum habe ich den Kessel mitgenommen? Ich hatte vermutet, dass vielleicht unter dem einen Kohl nicht ein zweiter Kohl liegt, sondern etwas anderes. Ich war jedoch falsch. Da ist nix. Hoppala, Entschuldigung, wollte ich den nicht gegen den Kopf werfen? So. Dann sind wir auch schon gleich mit dem nicht abgesperrten oder versteckten Bereich fertig. Der doppelte Boden. Aber meinte der vielleicht den doppelten Boden mit dem Schrank? Oder war das eine Bodenplatte?
Mal gucken. Die Schrankwand haben wir ja gefunden. Die gehen wir jetzt mal eben... Der gehen wir jetzt mal eben nach. Das ist ein Holzbalken, okay. Nichts. Nichts. Okay. Ach, guck mal. Ach, ihr nasser Mensch. Nehmt auch jede Falle mit. Es sieht fast so aus, als wären das hier so Dinger, die man öffnen könnte. Das war nichts, womit ich das hätte aktivieren können, ne? Hallo? What the fuck? Unsichtbare Mauer? Kann ich das jetzt abstellen oder? Warum kann ich das nicht abstellen? Naja, dann muss es halt weiterlaufen. Was ich nie verstanden habe ist, hier ist der Fallenauslöser, ne? Okay, für den Spieler muss es möglich sein, ne, die Falle zu entschärfen. Aber aus rein logischen Aspekt hätte ich den Fallenauslöser auf die andere Seite gemacht. Dass wenn jemand merkt beim Aufmachen, eine Falle ausgelöst, dass man dann reagieren müsste. Jetzt bestimmt bei neuen Spielen. Game ist ja schon ein paar Tage alt. Ich meine, es gibt so viele Spiele, ne? So unnormal viele Spiele. Teilweise auch richtig schlechte Spiele, ne? Keine Frage. Richtig verbuggte Spiele. Aber... Oh... Ja, ich kriegen wir nur auf, du. Keine Angst. Na, was haben wir denn hier? Eisspalter. Nett, nett, nett. Der hat doch bestimmt einen eigenen Platz. Die rote Küche. Aha. Der hat doch bestimmt einen eigenen... Die Dralle Agonische Maid. Band 1. Vielen Dank. Sekunde. M. Ich weiß nicht, wie ihr den Gegenstand, über den wir gesprochen haben, in die Hände bekommen konntet. Aber ich bin mehr als zufrieden. Ich dachte, ihr würdet einfach warten, bis der Gegenstand von Schloss Elend zu seinem endgültigen Bestimmungsort gebracht werden würde. Doch nach allem, was ich gehört habe, ist er geradewegs aus ihrer Waffenkammer verschwunden. Ich wünschte, ich wüsste, wie er an den Wachen vorbeigeschlüpft, das Fallgatter umgehen, die Tür zur Waffenkammer aufschließen und die mit einem Zwergenrätsel verschlossene Truhe aufbrechen konntet. Diesen kleinen Trick müsst ihr mir irgendwann einmal beibringen. Ich habe euren Anteil in dem üblichen Versteck zurückgelassen und habe vielleicht bald einen neuen Auftrag für euch. R. Wer ist R. Und hier liegen Mercers Pläne. Was ist das? Die Büste des Fuchses, des grauen Fuchses? Nehmen wir mit. Oh. Hör damit! Alle Bücher mitnehmen. Vorne links ist auch noch eine Kiste. Naja, die nehmen wir auch noch mit gleich. Erstmal müssen wir jedoch Mercer seine Bücher klauen. Hä? Finde das rote, das Schwert des roten Adlers. Nett. Nette kleine Sachen. So. Man muss jetzt aber auch die Augen offen halten, damit man auch nichts übersieht. Unterm Tisch ist nichts. Hm. Rattenweggewölbe.
sind wir denn hier? Was? Hallo? Jetzt bin ich hungrig. Ja, der Nord hier ist tot. Aber er hat eine goldene Halskette. Nett, nett, nett. Warum hat denn der Landstreicher denn nicht ausgeraubt? Ist doch richtig dumm. Genau, Jenasser. Beleidige ihn, während du ihn kaputt schlägst. So muss das. War der nicht 30er? Ja. Ich werde euch brennen sehen. Stahlpfeile, Jagdbogen, Eisendolch. Hey, wir können alles bis auf seine Klamotten mitnehmen, die sind nichts wert. Sind. Ach, warte mal, war das nicht hier? Bergenaxt? Ah? Hatte ich schon wieder ganz vergessen, es gab ja noch die. Diesen, ich sage mal, anderen Rattenweg. Mit komischen Menschen. Ja, nee, da springen wir nicht runter. Wir nehmen den normalen Weg, den zivilisierten Weg. Und alle, die uns unzivilisiert entgegentreten, werden wir unzivilisiert in den Arsch treten. Oh! Nett! Der hatte irgendeine Verzauberung. Also die Armschienen hatten irgendeine Verzauberung. Ist da jemand? Ja, moin. Das war gar nichts. Den Lasser, rein mit dir. Aua! Das war meine Schulter. Hauge nichts. Darf ich mal vorbei? So, was haben wir jetzt hier? Die machen das da schon oben. Was bedeutet dieses Symbol? Müsste das Buch von den Diebesgilden-Symbolen nochmal lesen. Ich hatte mir das damals, als ich das erste Mal in der Diebesgilde war, habe ich mir tatsächlich auf einem kleinen Zettel, so wie hier meine To-Do-Liste, hatte ich geschrieben, was welches Symbol bedeutet. Und bin danach auch die Einbrüche, die ich machen wollte, nachgegangen. Das war schon cool. War schon echt cool. Revan's Bogen. Den nehme ich nicht mit. Warum nehme ich den nicht mit? Wenn ich den jetzt mitnehme, kann ich den nicht mehr weglegen. Hoppala. Nein. Ja. Nette kleine Truhen. Die haben schon was. So. Jetzt haben sie auch fertig. Wo ist die andere? Da. Tauge nichts. Perfekt. Also, wo geht's denn jetzt hier noch hin? Ein Skiver. Wir können uns auch wehren. So nicht. Hm. Okay, da ist ein bisschen Lache, da muss man vorsichtig sein. Was für eine Lache ist es? Eine Öllache. So, und hier geht's. Gehege? Was ist denn das Gehege? Achso, man hätte hier auch reingehen können, ohne aufzuschließen, alles klar. Tintenfass, Stein, Eimer, Buch, Messer.
Wurde da eine Einkaufsliste aufgezogen? Hier wird die Taube. Hier wird die Taube. Geht weg. Geht weg. Geht weg. Was? Warum Leute? Hallo? Hey, 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 hey. Was ist denn los mit dir? Hallo? Ich mache mich aus dem Staub. Warum habt ihr die denn jetzt umgebracht? Tintenfass, verbranntes Buch. Was soll das? Wir beide sind vom gleichen Schlag, wenn ihr es wünscht. Ich geb dir mal Eisspalter. Nein, das ist bestimmt diese Dingenswaffe. Kriegst die schweren Dinge, die ich hier mit in der Tasche habe. Kann ich wieder mehr einsammeln. Was haben wir hier? Sie waren golden. Selbst als Tote. Aber ihr Blut war rot. Ich wusste es. Er erzählt es euch. Fragt einfach. Aber das müsst ihr gar nicht. Er erzählt es sowieso. Ich hatte eine Medaille. Mit einem Gesicht darauf. Danach habe ich sie weggeworfen. Es hat nicht geholfen. Die Feuer erleuchteten die Nacht. Überall am Rumare-See, wie herabgefallene Sterne. Es war wirklich schön. Die Feuer erleuchteten die Nacht. Okay, er hat nicht mehr zu erzählen. Überall am Rumare-See, wie herabgefallene Sterne. Es war wirklich schön. Ich werde heute Abend gut essen, mein Schatz. Das war schon. Werf ihn nicht drauf. Geh weg. Geh weg. Was stimmt denn mit diesem Menschen hier nicht? Hä? Okay. Pferdefleisch. Hä? Ist hier die Verrücktenabsteige? Können hier sogar schlafen, wenn wir Bock haben. Wer, ne? Airbnb in Riften zu vermieten. Günstige Lage. Ich bin höchst gefährlich. Zwingt mich nicht rauszukommen und euch weh zu tun. Ich werde die Tür nicht öffnen. Also könnt ihr mich auch genauso gut in Ruhe lassen. Mach auf. Wenn meine Freunde davon erfahren, dass ihr mich belästigt habt, steckt ihr in Schwierigkeiten. Verschwindet! Ja, ich gehe ja schon. Oh, hier sind wir jetzt Ende. Okay! Was auch immer. Ja, ich weiß nicht, warum die Taube mich angegriffen hat oder warum die auf einmal losgerannt ist. Aber Yenasa hat kurz einen Prozess mit ihr gemacht. Hat dir gar nicht gefallen, wie es aussieht. Gut, ich würde mal sagen, wir können die Pläne zu Brynjolf bringen, ne? Oder? Oder nicht? Oder doch, oder nicht, oder doch, oder nicht? Doch, können wir. So, erstmal gehen wir jetzt hier wieder hoch. Wo müssen wir lang? Erstmal hier raus aus dieser komischen Absteige. Okay. Naja, es geht noch weiter hoch, genau. Ich bin mir nicht aufgefallen, dass ich so tief runtergelaufen bin. Oh. Hier war die Falle, genau. Ach ja, hier kam ich, glaube ich, runter. Und ich hätte einfach nur hier rausgehen müssen. Und dann wäre ich in die zersplitterte Flasche ge... Aha. Keine Zeit für lange Worte. Ich muss Mercer finden, bevor er mich findet. Okay. Ja, ich würde sagen, wir machen hier einen Cut. Denn bevor wir jetzt die Informationen von Mercers Plänen weitergeben und es direkt in eine nächste lange Questreihe startet, können wir hier ganz gut Feierabend machen. Buch. Buch. Ja, ich habe 2, 3 Leute, die auf mich warten. Buch lesen wir nächste Folge weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.